Habe ich Sound? Ich glaube, ich habe Sound. Das ist bei dem Spiel am Anfang nie so ganz zu sehen. Aber jetzt, wenn man startet und die ganzen Game-Sounds kommen, dann passt. So, erst mal wieder, hi Fans, willkommen zurück bei Kartell Tycoon. Wo war ich denn stehen geblieben? Letzte Aufnahme ist für mich nochmal ein bisschen länger her. Ich muss gerade nochmal gucken, wo wir denn waren. Sprich mit dem Bürgermeister. Ach so, stimmt, hier haben wir ja das Kokain hergebracht, genau. Hier können wir dann auch noch irgendwo wieder was bauen. Können es hier drüben verschiffen. Da schauen wir mal, wie wir weitermachen. Und dann müssen wir doch gerade mal gucken. Schmutziges Geld und sauberes Geld war reichlich vorhanden. Hier ist irgendwie zu viel Cannabis drin, oder? Nicht so viel Kokain. Ah, und da kommen wieder die. Wir wollen zu meinem Chemiewerk. Wir kommen mit 11 Stärke. Escucha. Euch werde ich hier was Ding her. So. Lieferung abbrechen. Fahre daher. ¿Cómo estás? Lieferung abbrechen. Fahre daher. Du hast auch noch fahren daher. Die machen wir fertig. Okay, das lasse ich denen jetzt nochmal durchgehen, dass die hier mir mein Ding. Dass die mir hier alles abspenstig machen müssen. So, und während die kämpfen, beziehungsweise während die jetzt gleich auf dem Weg sind zu kämpfen, muss ich gerade noch mal kurz erwähnen. Und zwar, wir spielen es jetzt noch mal für so 2-3 Stunden ungefähr, würde ich sagen. Es wird jetzt vermutlich die letzte Aufnahmesession von Kartell Tycoon. Ich mache am Abschluss machen wir noch mal so ein kleines Fazit drüber, was mir besonders gefallen hat, wo ich noch Verbesserungen sehe oder... sage ich jetzt mal, wo ich vielleicht nicht ganz klar gekommen mit bin, aber ja, ich bin auch nicht perfekt. Was? Alvaro Ruiz musste anhalten. Befehl nicht ausgeführt. Warum? Haut doch. Ich bin noch verstanden. Ach, 30.000 haben wir schon gewaschen, okay. Sprich mit dem Bürgermeister, da können wir vielleicht auch noch gleich dran gehen. Hier hinten hockt noch die andere Gang. So. Also die Kampfanimation lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich meine, wir können das jetzt ja mal angucken. Also wenn ich hier draufklicke, wir haben eine Stärke von 18 und die haben eine Stärke von 11. So. So, du kannst wieder zurück ins Hotel. Kannst hier rüber. Hier sind noch 83 Gemüse zum Verschiffen. Hier ist Opium zum Verschiffen. So, und was habe ich eigentlich hier nochmal gemacht? Au, Opium, Opium, Opium und hier ist nichts. Okay. So, Los Parados verliert an Stärke. Fahren. Hierher. Jetzt müssen wir ja schon mal gucken. Wir können nochmal probieren, ein bisschen weiter im Game zu kommen. Nochmal eine andere Produktionslinie oder sowas aufzubauen.
Ich muss hier, glaube ich, genau aufs Casino. Ja, Casino. Gut. So, du da. Liefern. Opium. Alles nach daher. So, nichts zum Verkaufen. Der verkauft hier noch Kokain. Der schiebt momentan nur Gemüse darüber, weil wir Gemüse mehr als genug haben. Was haben wir hier? Da haben wir auch nur Opium zum Verkaufen. Ich würde gerne dieses scheiß Gemüse irgendwo anders hinbringen. Oder warte mal, kann ich doch? Ich habe doch hier noch einen. Ach, da sind Avocados drin. Was machen denn hier Avocados? War hier beim letzten Mal noch ein Flughafen? Der war in der Kampagne drin, ne? Ja, warte mal, jetzt greifen wir uns doch erstmal hier. Das Konzert ist in vollem Gange. Als die Trompeten hinzu, bla bla bla, kann ich dir was besorgen? Etwas zu trinken, etwas zu essen, etwas zu ficken. Wonach sehnt sich dein Herz? Kann nicht lange bleiben. Ach du Dana Parche. Oh Gott, diese spanischen Beleidigungen immer in diesem Spiel. Es ist der Sinn, all dieses Geld zu besitzen, wenn du es nicht einmal genießt. Ich komme nur vorbei, um sicherzustellen, dass du gestern nicht zu viel getrunken hast und unsere Abmachung vergessen hast. Natürlich nicht. Steht dir zu Diensten. Gracias. Glückwunsch, das Gebiet gehört jetzt dir. Ich brauche es sofort. Ja, gib her das Ding, komm. So, jetzt gucken wir doch gerade mal, was kann man denn hier? Hier ist zum Beispiel kein Opium. Cannabis geht hier auch nicht. Doch ganz da oben ein Stückle. Coca geht hier ganz gut. Gemüse, Kaffee, Avocado, Quinoa, Salzsäure geht hier nicht. Metallin, Vorläuferstoff. Quinoa geht hier ganz gut. Avocado geht da drüben ganz gut. Kaffee geht nicht. Gemüse geht hier sehr gut, aber Gemüse habe ich schon an anderen Dingen. Oh, oh, was? Was? Polizei in der Nähe gesichtet. Wenn ich jetzt wüsste, mit was für einer Stärke die kommen, dann hätte ich gesagt, ich wehre den Angriff ab. Aber vielleicht gehen wir auch einfach wieder den einfachen Weg und sagen, hey, pass mal auf, auch ein Gefallen. Jo, jo, die Angstspiele verringern. Ich hab's aus Versehen wieder das Falsche geklickt, ja. Wenn die Finger wieder schneller sind als alles andere. So. Was haben wir denn noch hier drüben? Avocado und Cannabis. So, jetzt haben wir das Problem natürlich. Die kommen nur mit 7. Sollen wir denn Ding... Sollen wir es wagen? Frage ist nur, ob wir schnell genug da sind. Weil er ist ja relativ langsam. Wahrscheinlich schaffen wir es schon gar nicht mehr. Die haben das Gebäude eingekesselt, bevor Ding. Ja. Okay, okay. Dann müssen wir was anderes finden, was wir verkaufen können. Wie sieht es denn zum Beispiel hier drüben aus? Selecciona, por favor. So, hier haben wir zum Beispiel zu viel Kokain drin. Escucha. So, Lieferung abbrechen.
Kann ich denn euch zum Beispiel auch hier rüber schicken, oder? Kann ich das Kokain auch darüber fahren lassen? Ah, guck mal, hier können wir jetzt ja unseren Capo mal. Gib das besetzte Gebäude frei. Das hier. Kannst du dich mal auf den Weg machen? Kann sich der Capo auch mal nützlich machen. So. So, für euch habe ich momentan kein Ding. Euch frage ich einfach mal hier drüben zwischen. Ich habe auch schon gemerkt, wenn man den Lieutenant da mehr Transportaufgaben widmen, dann geht auch denen ihr Ding hoch. Weißt du, das verstehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich verstehe ja ein bisschen das Spielprinzip, wenn du jetzt in einem Gebäude zu viel illegale Ware lagerst, dass es dann irgendwann die Aufmerksamkeit der Polizei erregt. Aber die Betriebskosten hier von dem Gebäude kannst du $1000 hier drin speichern und es sind jetzt 1800 drin. Und deswegen erregt es jetzt Aufmerksamkeit mit 3 Ausrufezeichen. Da denke ich mir auch, das ist ja... Und das ist auch schon wieder das Nächste, was ich nicht verstehe. Anstatt, dass er einfach aufhört, irgendwas zu liefern. Nee, weißt du, sie schmeißen eine Überproduktion einfach raus und jetzt liegt unser Opium da auf dem Rollfett. Also das sind halt so Kleinigkeiten, die verstehe ich in dem Spiel nicht so ganz. Und vor allem sind es halt auch die Lagerkapazität hier. Die Lagerkapazität von den Gebäuden ist doch ein bisschen beschränkt. Also mit 75 Opium liefern Geld. So. Und jetzt ist nämlich das 3-Ding weg, weil jetzt nur noch 925 von $1000 drin sind. Die waschen weiterhin Geld. Also ich muss jetzt sagen, mit dem Ding soweit, es funktioniert ja alles ganz gut. Wer ist hier schon wieder? Achso, die Angst steigt, weil wir wieder irgendwas anderes hier hingebracht haben. So, getrocknetes Cannabis, Methamphetamin, Kokain. Können wir denn uns vielleicht mal noch an die Wertschöpfungskette von Heroin wagen? Aber ich glaube, dafür brauchen wir Chemiefabrik 2, Chemiefabrik 1, Trockenständer, Heroin. Also für Heroin brauchen wir Opium. Das trocknen wir dann. Dann brauchen wir Chemiefabrik, nochmal Chemiefabrik und dann brauchen wir Labor 2. Vielleicht wäre das jetzt eine Option, das mal hier hinten zu probieren. Wobei habe ich geguckt, Opium geht hier drüben ganz gut. Vielleicht probieren wir das einfach mal hier drüben. Kann ich denn hier noch was bauen? Ah, Waschgang abgeschlossen, genau. So, gib ein wenig sauberes Geld auf, um im Dorf in diesem Gebiet die Protestierenden zu besänftigen. Kaufe Ware im Wert von $10.000 im Dorf im Taskender-Gebiet. Na, dafür muss ich zuerst die Schläger vertreiben. Jo, macht ja nichts. So, Capo, pass mal auf. Du, der Felipe und wo ist er? Der Alvaro. Wir fahren daher. Jo, Opfer. So, ihr müsstet ja eigentlich alle. Na, der eine ist nochmal wieder ein bisschen schneller als die anderen. Das verstehe ich auch nicht so, weißt du, dass du, wenn du die als Gruppe losschickst, dass die dann sich nicht nach dem Langsamsten richten oder so.
So, was haben wir denn hier eigentlich noch? Hier können wir auch mal noch, hier noch was hinkriegen. Diplomatischen Beziehungen, Schreibtisch mit Nussbaumholz, bla bla bla. War mir aber nicht klar, dass ich ein Geschenk mitbringen muss. Dann lass noch mal. Leg getrocknetes Hanfblatt auf den Tisch. Blumen, sie erröten mich. So. Sündensteuer. Erobere die von dem Gang kontrollierten Seehafen. Okay. Oh, das haben wir ja schon, oder? Erobere ein Saledo-Dorf zurück. Haben wir auch schon. Zerstöre alle Produktionsgebäude auf der Halbinsel. 0 von 0. Ich glaube, noch einfacher haben wir eine Stadt noch nie eingenommen in diesem Spiel. Gib ein wenig schmutziges Geld für die Instandhaltung des Seehafens in diesem Gebiet aus. Gib 5000 schmutziges Geld für die Instandhaltung aus. Okay, das ist auch kein Problem. Da können wir nachher schmutziges Geld hinbringen. So, die sind nochmal stärker geworden. So, in dem Dorf müssen wir nachher sauberes Geld ausgeben. So, mit dem Geld können wir doch eigentlich gerade nochmal hier wieder Casino. Können wir eigentlich gerade nochmal wieder hier so eine Ding da rausbringen da. Achso, genau, gibt es eigentlich schon wieder neue Kapos, die wir anheuern können. Am besten für umsonst. Der hier kostet 170. Die da mag ja Gefahrenstufe, die da mag auch Gefahrenstufe. Und er hier kostet aber 170. Lassen wir mal noch. Solange dieser Charakter in der Stadt ist, wird die Zeit zu Zeit steigen. Apropos Stadt. Hier sieht es mir nicht so aus, als müssten wir einen drin haben, dass die Dinge Zeit sparen. So. Gibt das besetzte Gebäude frei. Das müssen wir dann gleich hier oben noch machen. Dann parken wir dich mal dazwischen. Auf wurde eingenommen. Kann ich hier liefern Geld? 5000. Zum Seehafen. Apropos, den kann ich ja eigentlich einschalten. Und dann hier oben Outzeugs hinbringen, gell? Warum produzieren die eigentlich alle Avocado? Also stimmt, weil Kokain habe ich ja woanders. Ne, Opium. Gemüse? Hä, bin ich jetzt gerade irgendwie komplett in Nebe? Cannabis. Ja, weil das hier war doch. Getrocknetes Koka. Ne, ich muss hier Koka anbauen. Koka war hier. Koka. Anschalten. Petition. So, fahre daher. Wir haben ja hier gar kein Ding mehr drin. Muss ja schon mal die Avocado weg. So, liefern. Avocado. Warum ist hier eigentlich Avocado drin? So. Hier zum gesetzten Gebäude und gebe es kostenlos frei. Das dauert allerdings wieder, dann kaufen wir es halt einfach. So. Hier hat man Cannabis angebaut. Hier hat man Cannabis angebaut.
So, hier war doch die Werkstatt macht Cannabis und Gemüse. Warum sind Gemüsefarmen dann aus? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum war da jetzt Kaffee drin? Habe ich das letztes Mal umgestellt? Ich glaube, es ist fast nicht. Da haben wir zum Beispiel das nächste. Dass diese Farm halt nicht ganz im Einzugsgebiet von dem ist, finde ich aber wieder komisch. Plantage liefern 80 Opium. Ne, was soll ich? Wir machen nur 66, weil schon sind wir gleich wieder beim Limit. Hier passen, ich verstehe es halt auch nicht ganz, in diesen Hafen passen 700.000 Bargeld. Aber in diese Farm hier nur 1.000. Fahren wir die nächste Lieferung Opium halt mal dahin. So. Jetzt gehen wir mal Forschung. Wir brauchen noch Chemiewerk Stufe 2. Forschen für 23.000. Gut. Wo sind wir denn da? Im Salsa-Club können wir doch bestimmt auch nochmal Ding. Hier so ein bisschen Geld ausgeben für ein bisschen mehr Ding. Das habe ich momentan gar nicht gebraucht. Edition 1. Ich muss das auch irgendwo ein bisschen automatisieren hier. Also auch diese Spedition finde ich halt ein bisschen blöd, dass wenn du die Spedition hinbaust, dass dann da gleich alles quasi markiert ist. Das heißt, die transportieren dann alles, was die gerade irgendwie kriegen, was irgendwie blöd ist. Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, hier wäre mir ein bisschen lieber gewesen, du hättest sowas wie bei Anno, dass du sagen kannst, okay, pass auf, ich setze deine Spedition hin und dann gebe ich hier nicht nur die Exportverbindungen frei, sondern ich teile auch jeder Exportverbindung mit, was sie exportieren soll. Weil es ist halt blöd, wenn da in dem Einzugsgebiet da einfach nur Dinge drin sind. Ja, hier müssen wir noch verbessern. Hier, dass da Ding, dass da alles Mögliche in diesem Verbindungsgebiet mit drin ist. Dass da alles Mögliche in diesem Verbindungsgebiet mit drin ist und die dann einfach alles Mögliche transportieren, was die aber überhaupt nicht, was die überhaupt aber nicht angeht. Das finde ich ein bisschen komisch. Escucha.
So, du acht keine außer, muss ich ja schon wieder gucken, Opium daher. Nee. Du Opium Exportverbindung daher. So. Und dich brauchen wir momentan ja eigentlich gar nicht, weil du liegst schon in meinem Einzugsbereich von der Lagerhalle. Was ich auch ein bisschen blöd finde, dass ich der Lagerhalle jetzt nicht speziell sagen kann. Oder dass ich eine Spedition. Eine Spedition kann es nur. Wo wollt ihr schon wieder hin? Ja, der Flussanleger direkt nebendran, da bin ich zu weit weg, um zu helfen. Na, wobei. Mit wie viel kommt ihr? 13, ne, langt man nicht. Bis mein Hauptkapo hier drüben ist. So, weil hier haben wir jetzt momentan nur Gemüse zum Verschiffen drin. Hier kommt wieder Kokain. Das Schiff mal wieder da hoch. So, hier können wir auch noch kaufen später, genau. Ja, hier kaufen Opium. So, was kann ich hier kaufen? Aber Opium. So. Oder liefern alle 200 Opium hier rüber. So, und die Kokainverbindung nach da oben, die können wir ja eigentlich erstmal kappen. Flussanleger Los Grandes, der ist ja momentan gesperrt. Aber wir können auch den anderen Flussanleger benutzen. Lieferung abbrechen. Liefern. Ah, Huhn, okay. 112 Opium hier rein. Und du lieferst das andere Opium, noch die 188. Hier rüber. Dann haben die auch was zum Verschiffen. Da fährt der andere, glaube ich, auch schon hin, so wie es aussieht. Für komische Geräusche. So. 100 Huhn? Wo will ich eigentlich mit 100 Huhn hin? Pack die auch mal hier rein. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum hier. Gebäude wird nicht mit schmutzigem Geld versorgt. Stelle sicher, dass es im Umkreis einer Residenz oder eines Hotels liegt. Oder als zusätzliche Verbindung hinzugefügt wird, mit denen die Straßen verbunden ist. Das verstehe ich jetzt nicht. Kann ich hier? Habe ich dann noch ein Ding? Okay. Weil, aber ich meine, da sind ja immer noch 9000 Bargeld im Ding drin, gell? Also. So, dann müssen wir dann nachher nochmal 6000 Umsatz machen. Habe ich hier eigentlich